Tja, Harvey. Aber nee, das wollen wir eigentlich nicht, oder? Was machen wir denn da? Sind wir wieder hier. Café, Gittertor. Die Tür war fest verschlossen. Sehr schade. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Wir haben aber keine Feder. Die Tür war fest verschlossen. Tja, Café. Hier wollen wir ja erstmal nicht weiter. Vielleicht müssen wir später noch mal zurück. Schlüssel für die Tür haben wir nicht. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Na dann, nichts wie hin. Die Tür war fest verschlossen. Ach, schade. Waschraum. Ein Waschmane. Aha. Bitte, 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 Wusch! Willkommen im Waschsalon! Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wie waschen. Wo sind die Alternativen? Ein neuer Fock dann anstellt, was? Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Verstehe. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue ich verstehe Wäsche schon. In dem Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in dem Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Nur mal so, by the way, das ist hier die. Die Rückseite von dem Raum, den wir in Endabricht ausgesehen haben. In dem. Na, hier die. Das war der Raum mit der. Ich glaube, das war der Raum mit der Schlange hier, mit dem Schlauch und dem. Dieser Raum, wo man kaum was machen konnte. Hier hängen ein paar Spiegel und Waschbecken und da hinten da hängt so ein Schlauch an der Wand und da ist nicht viel los hier. Flasche mit Stärke. Stricknadel. Sehr gut, nehmen wir einfach mal mit. Können wir vielleicht gebrauchen. Wie ein Brokkoli vielleicht. Können wir das ins grüne Pissoir? Das war schon grün genug. Vielleicht können wir das. Na, 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 du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissoir ist nur für rote Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lange benutzen, wie du willst. Aber nicht vorher. Aha, vielleicht müssen wir ihm erstmal. Roter Tomaten zeigen. Eine Waschküche ist auch eine Küche, nur eben mit größeren Töpfen. Ah, können wir jetzt. Na, 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 du verfärbst ja noch die Kadises, wenn du welche, aber nicht. Können wir jetzt vielleicht. Na, 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 du Fiese, wenn du welche, aber nicht. Können wir scheinbar nicht. Seidentuch. Seidentuch. Das war bereits frisch gewaschen. Sehr schade. Zum Flur. Zum Überwachungsraum. Die Tür war fest verschlossen. Ach, Schreck. Zum Wartungsraum, da kommen wir her. Zur Rollenspielrunde. Ui. Das ist ja eine gesellige Runde. Adrian, Peter, Petra, Drogebecher. Ach, schön, die alle wieder zu treffen. Mit wem reden wir hier zuerst? Drogebecher. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung.
stimmt. Peter leidet unter einer rot-grünen Schwäche. Drogelbecher. Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja, wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe das war lustig. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh, bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Die Pizza. Ich erahne ein fürchterliches Rätsel. Eine hat eine rot-grüne Schwäche, der andere hat eine gelb-grüne Schwäche, der andere eine sowas von eine Schwäche und... Ach du Scheiße. Auf das Rätsel habe ich ja absolut gar keinen Bock. Ach du Schande. Rollenspiel, Pizza, Farbenblindheit, Kissen, Dr. Marcel. Ach du Schreck. Nein, bitte nicht. Ja, die Farbenblindheit, die können verschiedene Farben sehen und deshalb können die dann auch auf ihrem Pizzastück dann nur bestimmte. Da hinten haben wir die Pissoirs, die farbigen Pissoirs, und dann müssen wir das Obst färben. Dann müssen wir dann den Brokkoli rot färben und. Ach du Schande. Ich seh's doch schon. Komm. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar. Bananen auf der Pizza akzeptieren. Bananen auf der Pizza ist auch. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Fast so schlimm wäre das. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Das werden wir aber wahrscheinlich müssen. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Nee. Absolut nicht. Das wird der reinste Horror, dieses Rätsel zu lösen. Du... Drogelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier... Und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher! Besteht das Lagerfeuer aus Brettspielen? Interessant. Ist mir gerade erst aufgefallen. Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Drogelbecher? Meiner Treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Drogelbecher. Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Drogelbecher. Ui. Können wir uns ein grünes Kissen holen. Wir haben ein grünes Kissen. Ach ja, der Drogelbecher, der ist der Beste. Drogelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens
Dr. Marcel, berichte ihr die Kunde. Drogelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Drogelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein. Verstehe. Drückebecher. Ja, na dann können wir noch mal einzeln mit denen reden. Wie schön. Du bist wieder da. Drückebecher. Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Trete sie vor. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Wir müssen die Pizza belegen. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Natürlich. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Drogelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Du sagst es. Ach du Schreck. Duftkerze. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Hallo, ach ja, mit Feuer spielen. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich na willst du das nicht. Das jetzt hat sind alle vereint. Es fehlt nur noch Edna. Sind alle mehr im Ort. So, mit Feuer spielen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal die Pizza zurecht. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Brokkoli, ach, blaue Blaubeeren. Wir müssen die Sachen zusammenfärben. So sieht's aus. Gelbe Bananen, rote Tomaten. Grüner Brokkoli, blaue Blaubeeren. Ah, okay. Er ist jetzt fröhlich und die anderen sind traurig. Das heißt, für Drückebecher ist die Pizza schon in Ordnung. Wo ist dann das Problem? Geben wir den Drückebecher die Pizza und fertig ist. Die anderen. Ist doch alles prima. Ist doch süß. Kriegt doch an die Pizza und alle anderen. Kann mir doch egal sein. Gut. Wir müssen einen Weg finden. Ich vermute, wir müssen die hier einfärben. Das geht aber noch nicht. Ah, wir haben ein grünes Kissen. Vielleicht können wir jetzt. Was hast du da? Zeig mal her. Das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nenn mich ruhig Pimmel, pingelig. Ja. Gut, jetzt können wir bestimmt... Na, 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 du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissoir ist nur für rote Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lange benutzen, wie du willst. Aber nicht vorher. Kann ich jetzt das Grüne benutzen? Dann müssen wir auch andere Kissen holen. Oder was? Blaubeeren. Können wir jetzt grün färben? Du verfärbst ja noch dieses, wenn du welche, aber nicht. Ah, vielleicht können wir das jetzt. Das grüne Kissen grün färben, oder? Na, du verfärbst ja noch die. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Aha. Das heißt, wir können jetzt die Blaubeeren... Was sagte man dazu? Grüne Blaubeeren. Na sicher. Die anderen können wir noch nicht nutzen, oder? Na, du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissoir ist nur für blaue, wenn du welche dabei hast. Wir nicht. Brauchen noch ein blaues Kissen, ein gelbes Kissen und ein rotes Kissen. Okay. Jetzt haben wir grüne Blaubeeren. Ach du Schreck.
Das wird, das ist. Na, dann gehen wir mal zurück. Das hängt wahrscheinlich mit den Sehschwächen zusammen. Ah, okay. Der Peter will auf keinen Fall. Ah, der will diese Frucht nicht drauf haben. Deshalb müssen die Früchte diese Farbe haben, die er nicht sehen kann. Dann sieht er die Früchte nicht und dann findet er es in Ordnung. Ach, du Schande. Wie schön. Du bist wieder da. Frage weg. Schade. Lilly wollte nicht nur zum Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber Droggelbech und Peter. Also Adrian will keine Blaubeeren. Nicht, du musst den Vivian an. Peter hat ein Adrian, Rocky eine grün-blau. Und ich. Was hat Adrian nochmal? Nicht doch, du musst ihn verbieten alle. Peter hat eine Adrian, eine Rot-Gelb-Schwäche. Eine Rot-Gelb-Schwäche. Eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine. Das heißt, die Blaubeeren, die müssen rot oder gelb sein. Ach du Schreck. Können wir Drogebecher das Kissen wegnehmen? Nochmal ein blaues Kissen. Wie schön. Drogebecher! Schade. Rete sie vor. Du. Drogebecher! Bringe sie uns zunächst. Es ist ganz alles, was man da... Und ein Drogel. Wir müssen irgendwie an das blaue Kissen rankommen. Wie schön. Du bist wie... Schade. Rete sie... Drogel. Nicht doch. Du musst die Vivian, Peter, Adrian, Rocky ein... Und ich hab Lust... Und die kriegen wir irgendwo anders noch irgendwie... Was hier? Wir können bisher jetzt nur das grüne Pissoir verwenden. Die Tür war fest verschlossen. Tja. Vielleicht müssen wir hier Erwachsenen widersprechen. Hier. Erwachsenen widersprechen. Vielleicht können wir jetzt. Versuchen wir es mal. Die Blaubeeren gelb färben. Na, 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 du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissu, wenn du welche da, aber nicht. Tja. Grüne Blaubeeren. Okay. Drogebecher ist immer noch happy. Und andere sind traurig. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Brokkoli, grüne Blaubeeren. Tja, wir können jetzt alles grün färben, aber ja. Was sagte man dazu? Grüne Bananen. Ich wäre lustig, wenn man Habe hier ins blaue Pissoir stecken kann. So, habe ich leider nicht mit dabei. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Ich hab leider nur einen Wollknäuel. Wie kann man das blaue Wollknäuel? Das war bereits frisch gewaschen. Schade. So, wir haben jetzt grünes Zeugs. Grüne Bananen. Das sieht ja sehr appetitlich aus. Ach, das sind die Tomaten. Grüne Tomaten. Okay, sie sieht jetzt happy aus. Sieht auch nicht so, aber Drogebecher ist traurig. Grüne Bananen, grüne Tomaten, grüner Brokkoli, grüne Blaubeeren. Die perfekte Pizza. Ja gut. Ja, das mit der Pizza müssen wir wohl im nächsten Stream lösen. Da setze ich mich dann im nächsten Stream dran und... Harvey können wir noch nicht mitnehmen. Nee, da können wir es noch hypnotisieren mit. Verdammt. Ja gut, sieht so aus, als ob ich das mal gleich beende. Ich meine, wir kommen jetzt ohne die Pizza hier sowieso nicht weiter. Käffchen. Ja.
Na dann, ist auch die perfekte Stelle, um diesen Stream zu beenden. Ja, wir sind jetzt hier an der Stelle angekommen, wo wir jetzt eh nur noch rumrätseln würden. Dafür können wir dann den nächsten Stream benutzen. Ist auch schon 18 Uhr. Na dann, speichere mal ab. Ganz wichtig, speichern. Zur Sicherheit haben wir hier nochmal einen Spielstand, wo wir heute angefangen haben. Das ist das Safe Game, was ich mir runtergeladen habe. So, hier sind wir jetzt. Gut, na dann beende ich diese Aufnahme an dieser Stelle, diesen Part, diesen Stream. Da mich nach oben tatsächlich gefallen haben lassen, aber dann neu seid und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession, im nächsten Stream, im nächsten Part. Gut. Na dann.